some people got that heart. Some people got that swag. Some people live in Harlem. Some people live in sin. Yeah, but I just wanna show you that it comes from here within. Timmys Austria Corporation nimmt ihre soziale Verantwortung seit vielen Jahrzehnten sehr ernst. Die jüngste österreichweite Kooperation mit den SOS-Kinderdörfern möchte ich euch gerne näher vorstellen. Bildung und Ausbildung ist auch für die Miss Austria Corporation ein wichtiger Aspekt. In der Miss Austria Akademie werden die Missen gecoacht und vorbereitet und auch die amtierende Miss Austria wird auf ihrem Berufsweg ständig begleitet und gefördert. SOS Kinderdorf fängt junge Menschen auf, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Rund 1600 junge Menschen leben in den österreichischen SOS Kinderdörfern. Sie dürfen Kind sein und sich Schritt für Schritt zu lebensfrohen und selbstständigen Erwachsenen entwickeln. Bildung spielt dabei eine große Rolle, denn sie ist die Voraussetzung für Unabhängigkeit. Alle Kinder müssen gefördert werden, um sich gut zu entwickeln. Die Kinder finden in einem SOS Kinderdorf ein neues, liebevolles Zuhause. In einer familiären Gemeinschaft wachsen sie behütet und geborgen auf. Damit sie ihre individuellen Lebenswege finden, ist aber noch mehr nötig, nämlich ein umfassendes Paket an Förderung. Das SOS-Bildungsprogramm orientiert sich an den persönlichen Bedürfnissen und Stärken der Kinder. Es gibt drei Schwerpunkte: Entwicklungsförderung, Schule und Ausbildung und Persönlichkeitsstärkung. Es geht also von der frühkindlichen Förderung von Babys bis hin zur Ausbildung und auch Persönlichkeitsförderung der Jugendlichen. Das Bildungsprogramm passt gedanklich genau zur Miss Austria Akademie. Jede Kandidatin macht sich gemeinsam mit den Lizenznehmern Gedanken über ein Spendenprojekt, zum Beispiel Aktionen oder Einsätze für das SOS Kinderdorf. Die Ideen, Projekte und der Spendenerlös werden bei der Miss Austria Akademie präsentiert und bewertet. Mein eigenes Projekt konnte ich in meiner Heimatstadt Gmunden umsetzen und den Kindern einen aufregenden Nachmittag bieten mit Spielen, Eis und tollen Aktivitäten. Insgesamt konnten wir 17.000 Euro für das SOS Kinderdorf Bildungsprogramm bei der Miss Austria Wahl übergeben, was uns alles sehr gefreut hat.